Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Pony Ferguson ist derzeit alles andere als El Cucuy. 4 Niederlagen hat er bisher kassieren müssen, wobei seine Performance bei der UFC 274 gegen Michael Chandler während der ersten kompletten Runde gezeigt hat, dass Tony Ferguson mit Ernsthaftigkeit, zum Teil mit seinem ursprünglichen Mindset, den Kampf angegangen ist. Der Drop gegen Michael Chandler ist hierfür der Beweis. Auch, dass er den heftigen Takedown mehr oder weniger belächelt hat. In der zweiten Runde hat Tony den Fehler gemacht, offen zu sein, vom Stand-up auszugehen. Der Frontkick kam für alle extrem unerwartet. Props an Michael Chandler, der Knockout war wirklich crazy. Aber was passiert jetzt mit Tony Ferguson? Weitermachen wird er auf jeden Fall. Eigentlich kein Wunder. Ich wäre bei Tony, um ehrlich zu sein, auch nicht von dem Retirement ausgegangen. Aber nochmal, was als nächstes für den El Cucuy? Im Raum stehen Conor McGregor und Dustin Poirier. Henry Cejudo vertritt die Meinung, Tony Ferguson sei für Conor McGregor ein guter Aufbaugegner, ein machbarer Sieg. Und die Einstellung seitens Cejudo finde ich einfach komplett beschissen. Es ist okay zu sagen, dass Tony Ferguson nicht mehr der Alte ist. Ihn aber als easy Target darzustellen ist schwachsinnig. Conor McGregor und auch Dustin Poirier sind nicht mehr die Alten. Hier, bitteschön, Conor McGregors Leistung in den letzten Jahren. 2 Niederlagen gegen Dustin Poirier, einmal TKO, Dr. Stoppage, einmal TKO Punches plus Wadenbeinbruch. Conor McGregor hat meinem Empfinden nach weniger Skills im Vergleich zu Tony Ferguson in Sachen Back to the Roots. Altes Mindset anwenden. Ein Kampf zwischen beiden wäre sehr nice. Schließlich besteht zwischen den beiden böses Blut. Conors Linke müsste sitzen. Bodenkampf gegen Tony Ferguson. Leute, da gewinnt Tony Ferguson alle Male, selbst wenn er jetzt Mitte 50 wäre und via Gehstock des Octagon betreten wird. Also come on. Nach dem 18.01.2020 war Conor McGregor inaktiv. Also Freunde, über was reden wir noch? Die Vorstellung, dass Tony Ferguson und Conor McGregor als nächstes kämpfen, ist wirklich realistisch. Tony wird hierbei fettes Geld machen. Mit einem Sieg über Conor McGregor wird Tony seine 4 Niederlagen gegen Justin Gaethje, Charles Oliveira, Benil Dariush und Michael Chandler vergessen machen. Sollte Tony Ferguson tatsächlich die Chance auf einen Kampf gegen Conor McGregor bekommen, verwette ich meinen Arsch darauf, dass er Conors Gesicht blutig prügeln wird. McGregor ist immer noch stark, aber genauso ist er desillusioniert, absolut intoxicated und sollte seine ganzen Karten, Chancen durch seinen Fame berechnen. Big Mistake. Das ist einfach Number One Bullshit. Tony Ferguson vs. Dustin Poirier klingt geil, oder? Tony Ferguson, ich würde es lieben, gegen Dustin Poirier anzutreten. Im Gegensatz zu einem Kampf gegen Conor McGregor sehe ich einen Sieg für Tony gegen Dustin. Zwar nicht als unmöglich, aber deutlich schwieriger. Es ist gut vorstellbar, dass Tony harte, überraschende Schläge durchbringt. Dustin Poirier allerdings ist ein hervorragender Boxer und wenn der seine Wirbelstürme bringt, können Tony die Lichter schneller ausgehen. 60% für Dustin Poirier, 40% für Tony Ferguson an der Stelle, aber man weiß ja nie. Dustin Poiriers letzter Kampf ging ziemlich ätzend aus. Rear Naked Choke, Niederlage gegen Charles Oliveira. Im Stand-Up, denke ich, müsste Tony sich etwas Zeit lassen, schnell reagieren, schlagen, wieder Zeit lassen und Stück für Stück versuchen, Dustin Poirier zu brechen. Zum Beispiel mit einem schlimmen Cut, einem geschlossenen Auge, gebrochene Nase, die das Ein- und Ausatmen durch die Nase erschwert. So wie es Tony schon mal bei Donald Cerrone gemacht hat. Auch das wäre möglich. In dem Kampf gegen Dustin sehe ich große Vorteile durch seine Ellenbogen im Stand-Up. Ein rein Dogfight im Stand-Up gegen Dustin Poirier. Na, ich weiß nicht, das sollte der El Cucuy-Bruder vorsichtig sein. Ich sehe bei Tony eine Niederlage im Stand-Up in der zweiten oder dritten Runde, wenn er sehr langsam agiert. Oder im Falle eines Sieges, Darth-Choke, Ellenbogenschläge in der dritten Runde, wenn er so lange durchhalten kann, einsteckt und Dustin auf Trab hält, so dass sein Gas-Tank in der dritten Runde rapide fällt. Alles in einem ist zu sagen, dass Tony Ferguson erstmal Ruhe braucht, die er sich auch genommen hat. Er gehört immer noch zur Elite und er wäre nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der nach mehreren Niederlagen doch noch stärker denn je zurückkommt und gewinnt.